So, ein anderes System reisen auf nach Theseus. Und damit weiter mit der Main Story. Glaube ich. Ja, Pharos ist da drüben, okay. So, erstmal nach Sittau. Sittau, da gibt's erstmal nichts. Da hinten, was ist das? Logan. Logan, da gibt's nichts. So, dann haben wir hier hinten Quana. Oh, hier kann man was erkunden. Und es gibt Leichtmetall. So, einmal hier lang. Nach Sharing. Proteanische Datendisk. Und Pharos. Let's go. Auf nach Pharos. Gründungsjahr der Kolonie 2178. Bevölkerung nur 300? Okay. Let's go. Auf nach Pharos. So. Ich auch, aber ist bei normalen Großtexten, wenn ich Hintergrundgeräusche höre, kann ich mich nicht aufs Lesen konzentrieren, okay? Okay, wir haben hier eine kleine Andockstation. Hätte man auch eigentlich auch sich denken können. So. Na denn. Einmal wieder manuell rausgehen. Das ist Käse. Was ist der Joker? Können wir ja noch ansprechen, ne? Da war ja noch was. Commander, etwa noch eine Frage? Okay, oder auch nicht. Ich muss gehen. Bis dann. Nee, wegen der Mission davor. Deswegen dachte ich jetzt, wäre da was gewesen. So, wir nehmen Gareth mit und wir nehmen... Nehmen wir wirklich Gareth mit? Ich würde ja sagen, wir nehmen Liara und Tali diesmal mit. Oh, Kampfstärke ist 0. Ja, komm, wird schon klappen. Sehr schön, wenn ich Englisch spielen muss und den Text lesen muss, wenn die reden, okay. Innendruck wird Außenatmosphäre angeglichen. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Ja. Entweder das liegt einem oder das liegt einem nicht, ne? Man kann sicherlich auch trainieren, aber ist alles nicht so einfach. So, wen haben wir denn hier? Ein wir David. Wir haben ihr Schiff gesehen. Faidan möchte sofort mit Ihnen sprechen. Er kann warten. Wer? Wer ist Faidan? Er ist unser Sprecher. Er braucht Ihre Hilfe bei den Verteidigungsvorbereitungen gegen die Gate. Sie machen einen weiteren Vorstoß. Bitte, gehen Sie nach oben, hin... Bitte? Okay. Okay, ich habe jetzt aus Versehen eine Granate geschmissen. Das ging ja flott hier, ne? Ah, komm, hallo, ich will mich bewegen. So. Oh, nice. Ist gehackt, aber den machen wir trotzdem kaputt. Ja, so viel dazu. Das da brauchen wir nicht mehr weg. Blockiert. Okay. Das ist natürlich etwas unschön. Na, mal gucken. Oh nein. Ein Pirscher. Da. Oder ein Pionier? Okay, 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 alles klar. So.
Ich würde raten, die Waffen mit Sachen gegen Synthetik für die Gäste zu nehmen. Da kenne ich mich leider nicht so gut aus. Was ist das denn? Aber ja, hast recht. Ich sollte sowieso generell mal in die Ausrüstung gucken. Ich habe hier eine Banshee. Die nehmen wir doch gleich mal so rein. Mods. Ich habe hier gerade chemisch. Ja, besonders mit Piraten, Kriminellen, Söldnern beliebt. So, Brandmunition. Stehen aus Thermitphase. Nahezu jeder bekannten Substanz haftet sich hindurch brennt. Klingt schon mal nicht so schlecht. Besiegt alle Projektile mit einer winzigen Dosis radioaktiven Poliniums, das die Ziele vergiftet. Ich weiß nicht. Protonladung. Schildumgehung und 20 Schaden. Ui, nice. Die auch kinetische Barrieren umgehen können, der so dem Ziel erzeugte Schaden ist, aber in der Regel geringer als die Standardmunition. Okay. Schredder. Schaden gegen organische Ziele, Wolfram, Schaden gegen synthetische Ziele, okay. Ja, komm, nehmen wir Wolfram. So, was haben wir hier? Schrot. Die Katana. Oh Mann. Aber Geddon. Keine Ahnung. Einfach ausrüsten. Ich schieße ohnehin nicht damit. So, Stinger. Oh mein Brawler. Was war der Brawler nochmal? Ich lasse das erstmal. Schroti. Bessere Naginata. Her damit. Granatwerfer ist nix. Universalwerkzeug. Ui. Die Nexus ist Käse. Ich habe hier überhaupt nichts mehr in der Richtung. Okay, Polaris. Okay, das nehme ich auf jeden Fall an. So, Liara. Okay, bei ihr muss ich erstmal alles wieder... Ey, ich kann ja mit ihr nichts ausrüsten. Das ist Wahnsinn. Sander. Warum nimmst du... Oh, Banshee ist die gleiche Versionsstufe, ne? Ne, dann nicht. Was haben wir hier? Katana. Haben wir hier noch eine Katana? Ja. Keine Ahnung, probier es damit. Reiku. Okay, so Punisher. Avenger, okay. Was haben wir hier? Logik Arrest. Okay. Haben wir jetzt aber kein anderes davon da? Unity. Das wäre der hier. Obwohl, Polaris ist schon mal nice eigentlich. Und. Interessant, dass jetzt erstmal die Textur geladen werden müssen. So, auch hier ist nichts, was ich nutzen könnte. Ist schon mies. So, Avenger, Banshee. Ja, komm. Machen wir jetzt einfach. So, was haben wir hier? Da ist nur die Firestorm 6, nicht die 7. Storm 7? Ist eh alles Käse, von daher. Ist doch egal. So. Du nimmst das hier. So, Reaper. Hey, Mann. Was haben wir hier noch im Schuss? Hier irgendwas Interessantes? Nur hier gibt's nichts. Da muss die PS5 ran. Genau. Wenn man die endlich kriegen könnte. So. Das ist eine gute Frage. Was nehme ich jetzt? Ich würde sagen, Bastion vielleicht. Und verbessert Nachladezeit der Squad-Heilung. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. So, bei ihr bin ich mir jetzt gar nicht sicher, was wir jetzt nehmen. Ui.
Ja, moin. Ah, Basispanzerung. Hier, guck. Da kann man doch bessere Panzerung holen, ne? Glaube ich. Keine Ahnung. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Schrotflinte und Pistole. Okay, dann muss die auf jeden Fall ein bisschen mehr auf Pistole gehen, damit sie richtig Schaden macht. Elektronik. So. So, dann einmal nach oben. Da lang. Okay. Okay, okay, okay. WB laut Weißbrot. Ui. Greta. Sie müssen gesichert werden. Aber was ist, wenn dort Gate sind? Hast du etwa Angst? Nein, ich mache es. Ich gehe dann. Dann komm mal voraus. Jups. Moinsen? Diese Gates sind verdammt gefährlich. Ach. Es tut gut, ein paar Soldaten zu sehen. Wir werden immer weiter dezimiert. Fertig machen. Fertig machen. Wenn wir nicht verdursten, werden uns die Gate töten. Na ja, super. Mayo Connell. Wie soll eine Frau denn nachdenken, wenn um sie herum überall Waffen abgefeuert werden? So, der hier hat schon keine Lust mehr, ne? Ah, jetzt ist... Warte mal, ich brauch mal kurz die Karte. Ui. Sue's Hope. Okay, da hinten, das ist... Phaidan. Okay, das ist unser Ziel. Lass uns erst mal gucken. So, Ledra. Ich befürchte, die Gate werden uns alle töten. Nö. So, Frachterkransteuerung. Aber ich muss diese Arbeit fertigstellen. Die Gate dürfen nicht in den Kern der Kolonie vordringen. Wir müssen die Gate aufhalten. Da kommen sie. Es werden immer mehr. Wo denn? Ich sehe gerade keinen. Es kommen immer mehr. Unsichtbare Gates oder was? Unsichtbare Gates. Jetzt geht's aber los hier. Du musst zuerst mit Phaidan reden, sonst anderen. Okay. Ja, gut, das ist natürlich ein bisschen unschön. Dann mach mich das eben mal schnell. Phaidan. Ganz ruhig, meine. Alles wird gut. Wo ist denn der? Ah. Ach, Commander. Ich bin sehr froh, dass Sie endlich jemanden zur Hilfe geschickt haben. Sie haben sich verspätet, oder? Arcelia. Tut mir leid, Commander. Wir alle sind ein wenig mit den Nerven runter seit... Aufpassen! Es entgeht im Turm! Wir müssen den Kern der Kolonie verteidigen. Na dann. Inhalt wird gesaft. Oh, Alter. Okay, die Waffe ist krass. Nice. Dein Schutz da hinten kannst du vergessen. Alter, übelster Schaden. Sonst noch wer? Na komm, einer noch. Okay, nice. So, das sollte es hoffentlich gewesen sein. Wir müssen den Kern der Kolonie verteidigen. Na, mal gucken. Kann man jetzt zufällig mit den anderen reden? Oha. Hallo, Commander. Schön zu sehen, dass uns der Rest der Galaxie noch nicht vergessen hat. Bitte, ruhe dich aus, meine Liebe. Du darfst noch nicht sprechen. Aber Sie sollten wissen, dass... ich meine, sie bedeuten viel für uns. Jetzt geht es mir schon besser. Was ist das Problem? Ich muss gehen und ist das etwa ansteckend? Kann man ihnen irgendwie helfen? Mir geht's gut. Ich muss nur wieder klar denken können. Diese Schmerzen seit dem letzten Angriff. Es geht gleich sicher wieder.
keine sichtbaren Verletzungen. Aber sie leidet unter Schmerzen. Sie muss sich ausruhen. Sie braucht nur etwas Ruhe. Codex. Du bist mit dem Turm noch nicht fertig. Okay. Na gut. Ist natürlich ein bisschen blöd, aber okay. Ich hätte gerne jetzt noch mich ein bisschen unterhalten mit denen. Aber wenn das so ist, weil wir tatsächlich noch nicht fertig sind. Ich meine, der Turm... Um die Gäste aushalten. Na gut, okay. Ich guck mal ganz kurz hier drüben, ob es hier noch was gibt. Bevor wir irgendwie weitergehen natürlich, ne? Das muss man ja alles abchecken. Hier geht's noch nach unten. Nach unten wollen wir noch nicht gleich. Okay. Ah, Mann. So, dann nach da. Und da gibt's dann auch schon die nächsten. Was ist das für ein Geräusch, bitteschön? Oh Mann, hier und hier ein blödes Schild hier. Oh ja, genau, diese blöden Drohnen wieder. Sie die Viecher. Noch mehr? So, mal gucken. Was könnte man so machen? Überlastung, komm. Oh oh, 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 oh. Der war ein bisschen auf Speed. Bam, so. Ey, noch mehr. So. Guck, guck. So. Nice. Inhalt wird gesaved. Jetzt können wir Faidan Bericht erstatten und ein Fahrzeug aus der Normandy entladen. Unser nächstes Missionsziel ist die Gate-Basis. So, ich muss mal ganz kurz für Strom sorgen, ne, damit uns der Controller nicht plötzlich ausgeht, wie das eine Mal. So. Also müssen wir jetzt erstmal wieder zurück. Ach ja. Gut, auf geht's zu Faidan und dann belabern wir hier die ganzen anderen. Mal gucken, was die jetzt hier gleich wieder Hübsches zu erzählen haben, ne? Bin ich jetzt überhaupt richtig? Natürlich nicht. Oh. Okay. Feroz. Riesige Haufen Verwirrung. Nee, hä? Sag doch Verwirrung. Nee. War doch was? Ja, kommen ja bestimmt noch mal dran vorbei. Danke für alles, was Sie getan haben, Commander. Aber Ihr Heroismus imponiert mir nicht. Tja, ist nicht mein Problem. Kolonie, persönliche Fragen, Guess, Grund für die Wut. Oh Gott, ey. Kann es sein, dass Sie mich nicht leiden können? Wie würden Sie sich fühlen, wenn Ihnen alle möglichen Regierungsstellen Hilfe versprechen und Sie dann hängen lassen? Sie hätten eine kleine Flotte schicken sollen. Stattdessen kam nur ein einziges Schiff. Und Sie interessieren nur die Gate. Was können Sie mir über die Gate sagen? Haben Sie eine Idee, wonach Sie suchen? Ich kann Ihnen gar nichts dazu sagen. Vielleicht sollten Sie sich mal bei ExoGenny erkundigen. Was können Sie mir über ExoGenny erzählen? Nicht sehr viel. Ich habe dort als Sicherheitsofficer gearbeitet. Sie waren auf der Suche nach Artefakten und anderen Dingen von Wert. Das ist Ihr Geschäft. Sie haben die Kolonie gegründet.
Dafür sollten wir ihnen helfen, irgendwelche Schätze auszugraben. Es ist nicht so aufregend, wie sie es darstellen. Erzählen Sie mir von Zeus Hope. Ich kann Ihnen nicht viel darüber sagen. Sprechen Sie mit Faidan, wenn Sie mehr darüber wissen wollen. Okay. Persönlich noch. Erzählen Sie mir bitte von sich, Arcelia. Ich arbeite für einen Sicherheitsdienst. Ich sollte die Kids davon abhalten, das Exogeny-Gebäude mit Graffiti vollzuschmieren. Aber dann ging der Terror los. Ich bin nicht dafür ausgebildet. So etwas hier wollte ich nie. Ich will nur, dass es aufhört. Mhm. Auf Wiedersehen. Tschüss. Commander. Okay, jetzt Faidan. Der Turm ist gesichert. Danke, Commander. Ist nur mein Job. Doch nicht für Sie. Ich helfe immer gern, komm. Gut, dass Ihre Kolonie jetzt sicher ist. Danke für Ihre Anteilnahme und Ihren Einsatz gegen die Geth. Wir haben Sie aufgehalten, aber Sie werden zurückkommen. Sie werden es immer weiter versuchen. Wenn Sie mir bei meiner Mission helfen, kommen hier alle lebend raus. Wir wissen nicht, wonach Sie suchen. Sie landeten und griffen uns an. Das ist alles, was wir wissen. Sie haben Ihr Hauptquartier beim Exogeny-Gebäude bezogen. Dort werden Sie vielleicht Ihre Antworten finden. Hallo. Was ist Exogeny? Für dieses Unternehmen haben die meisten von uns gearbeitet. Sie haben die Kolonie gegründet. Der Skyway führt direkt zum Exogeny-Gebäude. Sie können es nicht verfehlen. Hm. Aber natürlich ist zwischen hier und dort eine ganze Armee Geth im Wege. Na, das sollte jetzt nicht das Problem sein. Ich hatte nicht erwartet, dass es einfach würde. Vielleicht kann ich dann endlich wieder dafür sorgen, dass diese Kolonie funktioniert. Hätte was. So, Guestbasis, Exogeny, Kolonie und funktioniert? Was muss für den Wiederaufbau alles getan werden? Die Geth müssen vernichtet werden. Arcelia hat recht. Es sind noch Geth in den Tunneln. Wir haben auch profanere Probleme wie Essen, Wasser und Strom. Ich bin mir nicht sicher, wo wir bei dieser Angelegenheit stehen. Sie sollten mit den Leuten reden, die Sie beaufsichtigen. Oh, es ist viel zu viel. So, Gäste in den Tunneln. Haben Sie irgendwelche Informationen über Geth in den unteren Tunneln? Nichts Neues. Sie sind irgendwo in den Tunneln, als bewachten sie einen Transmitter zur Koordinierung ihrer Angriffe. Es ist derzeit keine tödliche Bedrohung, aber ohne diesen Transmitter könnten wir uns besser gegen weitere Angriffe verteidigen. Wassermangel? Kann ich Ihnen helfen, das Wasserproblem zu lösen? Maka Doyle kümmert sich jetzt um dieses Problem. Wenn Sie ihr helfen möchten, sprechen Sie mit ihr. Strom? Was ist denn mit der Stromversorgung der Kolonie los? May O'Connell arbeitet an unserem Stromproblem. Sie weiß sicher mehr darüber als ich. Sie haben eine Lebensmittelknappheit erwähnt? Devin Reynolds ist damit beauftragt, so schnell wie möglich für Nahrung zu sorgen. Wenn Sie ihm helfen möchten, sprechen Sie mit ihm. Okay, so, anderes Thema. Lassen Sie uns über Zeus Hope und Pharos im Allgemeinen sprechen. Natürlich, Commander. So, Exogeny hatten wir jetzt gerade. So, Guestbasis funktioniert? Haben die Exogeny und funktioniert gerade die Plätze getauscht? So, Guestbasis. Was können Sie mir über die Verteidigungssysteme der Geth erzählen? Ich kenne keine Details, aber ich glaube, dass sie mehr Widerstand als am Kommandoposten aufgebaut haben. Bei Exogeny ist mindestens ein Geth-Schiff gelandet und auf dem Skyway wurden riesige Laufpanzer gesehen. Es wird ein harter Kampf. Erzählen Sie mir von dieser Kolonie. Das Leben hier ist hart und entbehrungsreich, auch ohne diesen Terror. Das Kolonialbüro auf der Erde sagte, dass wir hier sicher wären vor den Weltraumpiraten. Die Geth hatten sie scheinbar nicht einkalkuliert. Aber trotz allem ist dies ein wunderbar friedvoller Ort. Ich habe so etwas nie zuvor erlebt. Populationszahlen und ich könnte alle evakuieren. Wie groß war die ursprüngliche Pharos-Kolonie? In der Hauptkolonie lebten fast 1000 Menschen und etwa 200 in meinem Außenposten. Als die erste Angriffswelle unsere Verteidigung eliminierte, sind wir nach Zeus Hope geflohen. Die Normandy ist nicht besonders groß, aber ich könnte alle ausfliegen. Die Geth-Fighter sind viel zu gefährlich. Und ich lasse mich hier nicht vertreiben. Dies ist unser Zuhause. Hier gibt es Chancen auf Wachstum, die andere Welten uns niemals bieten können. Okay. Und Exogeny. Was können Sie mir noch über Exogeny erzählen? Exogeny gründete diese Kolonie. Ohne sie wären wir nicht hier. Kolonisation ist ihr Spezialgebiet. Sie finanzieren die Kolonie und wir arbeiten für sie. Ihr Hauptinteresse gilt dem Bergen von Artefakten und Ressourcen. Aber hier gibt es nichts. Zumindest haben wir nichts gefunden. Irgendwelche Artefakte? Ob die Geth vielleicht danach suchen? Vielleicht. Wie gesagt, wir haben hier nichts Wertvolles gefunden. Hm. Aber vielleicht wissen die Geth mehr als wir.
Naja. Wir sprechen uns wieder, wenn ich mehr weiß. Viel Glück, Commander. Vorbildlich. Ja, viel Glück, Commander. Ist der Bereichskarte aktualisiert? Uiuiui, jetzt müssen wir erstmal gucken hier. Okay, hier. Oh Gott, was? Wird nichts markiert? Ich muss wirklich... Oh. Wir hätten jetzt gewünscht, dass ich jetzt hier ganz viele Ausrufezeichen hätte.